Das sieht ja mal gar nicht so gut aus. Kommt zurück zu Thrawn's Revenge. Man sieht's unten links in der Karte schon so leicht. Es sieht tatsächlich gar nicht mal so gut aus hier auf der galaktischen Eroberungskarte. Der hat mich einfach komplett überrollt. Holy shit. Der hatte zwischendurch so unfassbar viele Truppen. 5 Milliarden Allegiance, Sternzerstörer und so weiter und so fort. Absolut keine Chance. Gerade wenn ich gerade so dachte, es geht wieder nach oben. Man sieht Licht am Ende des Tunnels. Tja, falsch gedacht. Der hat einfach 5 Milliarden Victories, 80 Milliarden von diesen Allegiance Sternzerstörern. Es ist einfach verrückt. So, mir bleibt also hier noch Halanid. Erstmal auf Halanid preisen. Coruscant neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe es jetzt extra noch mal so ein bisschen weiterlaufen lassen, damit man sieht, wie verzweifelt die Lage hier eigentlich ist. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendwas passiert, wenn ich Coruscant hier einnehmen lasse. Mach ich einfach mal Auto-Resolve. Ja, oh nein, die Barracks. Von allen Dingen, die man zerstören kann, haben sie die Barracks erst zerstört. Ja. Ja, aber... Das große Aber finde ich eigentlich ganz gut. Okay, jetzt gerade war der Ruckler ein bisschen mehr als sonst. Ja, nimm jetzt auch noch Korolak weg. Ja, ist okay. Hm. Mach einfach alles kaputt. Mach einfach alles kaputt, was ich mir aufgebaut habe. So, was soll ich jetzt sagen? Die gute Sache ist eigentlich, dass der Gegner tatsächlich auf der Schwierigkeitsstufe und vor allem in dem Szenario dementsprechend dann raushaut. Relativ uncool, dass sich dann später so ein bisschen so dieses Gleichgewicht einstellt, im Sinne von, du produzierst Schiffe nach und der ballert einfach nur nach. Der schickt einfach unendlich viel. Ich glaube, man hat es ja gerade 3 bis 4 Mal gehört. Wie ich darüber leicht geraged habe. Ragen musste er. Tja, und wenn er dann einmal aus diesem Gleichgewicht ausbricht, ist eigentlich vorbei. Und dann nimmt er auch Boleas ein. Boleas Organa. Ja, brauche immer so eine halbe Stunde in Echtzeit, um dahin zu fliegen. 56.000 Credits sprechen zwar für sich, aber die konnte ich am Ende des Tages nicht nutzen. Da kommt einfach unfassbar viel. So, klingt ja erstmal relativ negativ. Relativ positiv in der Hinsicht allerdings, dass ich das gut finde, dass es dann auch echt schwer ist. Also schwer sein kann. Wenn man eben nicht weiß, wie man dagegen ankommt. 170 Cycles oben da auf der Leiste komplett für die Tonne. Schön die Toilette runtergespült. Schade um die verschwindete Lebenszeit. Nee, Quatsch. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung und so. Und das lief gar nicht mal so gut. Aber Hauptsache, der Organa Solo has won the New Republic Elections. Von allen Dingen, die passieren können, sollte das auf jeden Fall passieren. Ja, jetzt sind wir mit denen natürlich auch weg. Okay. So. Die einzige Möglichkeit, um das hier wieder aufzulösen, ist folgende. Guck mal, ich gehe mal kurz hier auf Corrida. So, mal eben ganz kurz ran. Und schon sieht das Ganze etwas viel besser aus. Nice. So sieht das Ganze aus, wenn... Moment, erstmal Pause. Wenn man das alles richtig macht, beziehungsweise wenn man die Taktiken am Anfang richtig ausspielt und so. Ja, das sieht jetzt ein kleines bisschen besser aus. Also so, wie das eigentlich aussehen sollte. Gar nicht geschummelt und so. Nein, wir fuschen so ein kleines bisschen hier an der Timeline rum und so. Das passt alles schon. Ja, ist alles erlaubt, solange die Guten gewinnen. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Im Weltraum stehen. Und ja. Wir haben immer noch Ark-Bär. Wir haben immer noch Han und nicht mehr Chewbacca. Wir haben immer noch die ganzen anderen Leute. Und ja, das sieht ein kleines bisschen besser aus. Und ich fand den Speicherpunkt hier eigentlich ganz gut, denn ja, als ich das alles so hier unten so eingenommen habe, als ich da einfach so drüber gebügelt bin, ist mir aufgefallen, dass wir hier die gute Isani Isat haben, die hier wohnt, auf Thyfera. Und die ganzen komischen Dunkeltruppen hat, was ist das überhaupt? Stormkommando, Platoon, Sniper Team 7, genau. Heißen die auch anders? Sniper Team, nee, Infiltration Unit 4, okay. Zählen kann das Imperium einfach nicht, ne? Das ist ja auch, deswegen haben die auch bei 1 angefangen, dem ersten galaktischen Imperium. Wenn du nicht weißt, wo du bist von der Zahl her, dann fang einfach wieder bei 1 an. Fireteam,
Upsilon. Mhm. Ups war das große Schlagwort der Kampagne davor. Stalker 5. Ja. Ja, komm. Und Spotter Team B. Ja, Better Rush B. Ja. Ne? Ich sag's immer wieder gerne, so sieht das dann aus, wenn man das richtig macht. Schlüssel dazu ist, dass man am Anfang hier Levian oder Levian oder keine Ahnung, wie man das auch ausspricht, ja, relativ stark sichert. Am Anfang sogar Akbar hinschickt. Wenn der sich nämlich hier platziert, dann traut sich das Imperium einfach nicht mehr hier anzugreifen. Und man darf diesen Planeten und die ganzen Schiffe behalten. Und naja. Gut, ich wollte jetzt eigentlich argumentieren, dass er noch ein bisschen mehr Kohle einnimmt, aber 150 Credits ist gar nicht mal so viel. Ja, aber ne, man nimmt ja die ganzen Centstücke, die man hier zusammenkratzen kann. Akbar im Kampf nach wie vor unfassbar stark, deswegen mit dem schon an die eine oder andere Schlacht zu den eigenen Gunsten gedreht. Luftholen wieder nicht vergessen und ja, jetzt habe ich mir hier leicht was zusammengebrutzelt an Flotte und werde dann gleich mal hier die Isard angreifen. Warum seht ihr gleich? Gleich. Allerdings wollte ich jetzt noch irgendwas loswerden. Habe ich fast wieder vergessen. Geben wir mal eine Sekunde. Ja, jetzt warte doch mal. Jetzt einmal kurz, ne? Einmal kurz ein bisschen. Ne, wo wollte ich denn? Wo wollte ich denn hin? Ist das hier? Nein. Gott, ich finde mich einfach nicht zurecht. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Texte eigentlich hinschreiben. Ich glaube, die verschlucken die einfach mal zwischendurch. New Republic, genau. Y-Wing und so. Das kommt dann irgendwann nochmal. Ich glaube, die müssen die dann freischalten. Nicht Y-Wing, sondern V-Wing. 1090, Watch Antilles, genau. Watch Antilles, Modified Executor, Isards Death or Dreadnought Shipyards. Ja, aber das war, das konnte ich doch vorher nicht, oder doch? Warte mal eben. Warte mal eben. Hä? Der kann jetzt hier nicht irgendwas Spezielles bauen, oder doch? Okay, wir haben nämlich eigentlich schon die Zeit, aber manchmal ist das, das habe ich immer noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktioniert. Denn, Gott, wo ist dieses Menü hin? Es ist einfach weg. Nein, da wollte ich nicht hin. Vor allem hier New Republic und so. Ich weiß nicht, wann man die Light Vehicle Factory. Ich weiß manchmal nicht, wie man die Menüs liest. Oder lesen muss. Ja, Influence und so. Weil, pass auf. Wenn du das ja hier so liest, denkst du dir so, MC90, yo, kannst du so, ja, von 10 bis 12 plus After Battle of Yavin bauen bei einem Capital Shipyard. Ich glaube, das geht auch. Aber hier, Wedge Antilles Modified Executor, Isards Death or... nein, ja, After Battle of Yavin plus Starts. Plus Starts Dreadnought Shipyard. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Oder man startet hier, oder ich habe keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass wenn ich die jetzt boxe, die es hat, dann, dann kann ich den bauen. Muss allerdings noch Wedge Antilles behalten haben, oder so, keine Ahnung. Da kannst du irgendwas mit den Jedi machen und Booster Taric. Der kriegt nochmal einen Modified. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie so ab 19 Jahre nach der Schlacht von Yavin kannst du den da bauen. So. Sind jetzt alle verwirrt? Perfekt. Es wird auch schlimmer. So, pass auf. Ich habe mich ja in der ersten. In der ersten Kampagnenkarte gewundert. Mon Mothma Star Destroyer, genau. Ja, Mon Mothma. Ne, ich wollte jetzt nicht mein Mikro hier vorspucken. Research requires Wiki Sheesh. Oder Shesh oder Shush oder sonst was. As Chief of State on Kuat in, ne, also 12 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Month 4. Finde ich interessant, dass die das genau auf den Monat genau hier eingegrenzt haben. Allerdings habe ich es nicht geschafft, Wiki Shesh zu finden, weil Chief of State ist halt, ja,
ist halt, ne, das hier, wenn du dann dahin gehst und dann dahin und, nee, das war falsch, so ungefähr hier. Und dann müsste ja da irgendwo, da Chief of State. Und entweder bin ich halt richtig komplett verwirrt oder ich finde diese Person einfach nicht. Da Chief of State, ja, Wunderbärchen, aber nichts davon deutet darauf hin, dass man die irgendwo finden kann. So, der heißt auch anders, die heißt anders. Ja, die kennt jetzt keiner hier, ne, klar, aber ich weiß nicht, wo ich diese Person herkriege. Und wenn die Person nicht existiert, dann leite ich mal schön daraus ab, dass, wieder falsch geklickt, ne? Es ist einfach... Ah, vielleicht sollte ich mir das auch einfach mal hier durchlesen, aber das wäre auch zu einfach. So, Research. Egal. Den Mediator Battlecruiser, den hätte ich mir mit Sicherheit... also den hätte ich hier wahrscheinlich erforschen können, wenn ich ein paar Jahre gewartet hätte, nämlich genau 22 Jahre, also bis zu 22 Jahre nach der Schlacht von Yavin, Month 6 und Mon Calamari. Ach so, guck mal, Research available on Mon Calamari. Genau, wenn der Planet nicht existiert, dann hast du einfach Pech gehabt, ne? Toll. Mon Calamari Heavy Carrier. So, kann dann natürlich auch auf Mon Calamari eher Calamari werden. Requires Researched Mediator Battlecruiser. So, hast du den einen nicht, hast du den anderen ebenfalls nicht. Eine Sache muss ich auch nochmal revidieren. Ja, ich laber schon wieder viel, aber könnt ihr auch überspringen oder nicht. Oder beides, ich weiß nicht. Die Dinger hier. Wenn ich das jetzt nochmal irgendwann zeigen kann, dann tue ich's. Boarding Shuttles. Ich nehme alles zurück. Die sind richtig übel. Die sind richtig übel. Du kannst einfach irgendwo hinfliegen. Dann knuspert er sich das nächste Schiff, was er findet. Und wenn das Boarding erfolgreich ist, dann verschwindet das ganze Schiff einfach mal. Ja, und gehört nach der Schlacht dir. Also, mega geil. Und du kannst die Dinger halt wieder einsetzen. Richtig gut. So, genug der Lobeshymnen. Ich werfe jetzt noch einen Liter Diesel hier rein, in Form von Kaffee. Und dann boxen wir mal Isard aus dem Weltraum hier. So, warum brauche ich so viel? Ganz einfach. Ja, komm. Put. Kein HPV-Geschütz. Ah, die erste Fehlentscheidung des Tages. Neben der Fehlentscheidung, dass man morgens aufsteht. Native Ratex. Ah ja. Guck sie dir an. Ja, der Rasenfalke fliegt einfach durch in die gegnerische Armee rein. Jo, deswegen. Tada. Ja, ist ja eh nur ein kleines Boot, ne? Kannst ja auch. Ach cool, sie ist eigentlich nur. Sie ist eigentlich nur Chewbacca. Eigentlich fliegt nur der. Oh, guck ihn den an. Ja, da kam gerade ein kleines bisschen Verstärkung. Los, rasende Falke, mach sie fertig. Yo. Die bomben den einfach komplett aus dem Leben. Ja, cool. Ey, sicher hier verrecken, Kollege. Muss ich aber nochmal neu laden. LOL! Also, die snacken den echt noch. Jetzt sind die letzte. Ich hasse es. Ah, Mist. Ja, aber. Ja, toll. Es ist einfach so unfassbar dumm. Ah, gut, die Kampagne beenden wir eh gleich und dann. Naja. Sagen wir mal, ne, storytechnisch ist da nicht so viel passiert. Wir haben jetzt einfach ein bisschen länger Urlaub als gewöhnlich. Reden uns das einfach mal so ein bisschen schön. Ich würde ja gerade sagen, die machen ein bisschen Urlaub auf Scarif, aber das wird ein bisschen schwierig. Man weiß ja effektiv gar nicht, wie viel davon Scarif jetzt noch übrig geblieben ist. So, ich habe jetzt nicht unbedingt vor, Akbar hier auch noch zu verlieren. Könnt ihr mal irgendwie kämpfen oder so? Das wäre cool. So, komm, erstmal boostern wir jetzt mal die anderen Schiffe hier weg. Die gehen wir dann langsam auf die. Die Nüsse. Alter, was kommt denn da wieder an? Ah,
Ja, okay, die Schlacht wird doch ein bisschen auf... doch ein bisschen aufwühlender, als ich dachte. Ja, alles... alles hier noch im Rahmen. Alles in einer leckeren Schüsselrahmen. So, du drehst erstmal schön auf. Jetzt haut doch mal endlich diese gottverdammten Boote hier weg. Was ist denn? Tschüss. Ja, den snacken die auf jeden Fall. So. Aber ich snack einfach gegen. Und der hat ja immer noch seine ganzen... Alter. Ja, aber dass die krass ist, das war klar, aber dass die so krass ist, das ist schon eher schlecht. Ich habe das Gefühl, dass sie auch nur die Hälfte mitmacht mal wieder. Bei so einer typischen Gruppenarbeit in der Uni. Oh, kommen einfach noch ein paar Boote mehr dazu. Ja, ist okay. So, jetzt aber. Alles schön auf den dicken Brocken. Schön auf die dicke Brezel. Achso, Mist, jetzt habe ich... Ja, toll. Boah, ich versuche am Ende mal den zu snacken. Wo ist das Ding überhaupt da? Okay. Okay, wichtig ist nur, dass er hier nicht den Aqua dann angreift. Den brauche ich wahrscheinlich doch noch. Ja, irgendwo ist auch noch ein Star Destroyer, ganz genau. Moin! Hey, du siehst einfach nur noch Kanonen. Ist trotzdem nice. Wenn man ihn selbst hat, ist der nice. Ja, Aqua macht erstmal hier das Egoisten-Rückziehmanöver. Von nun an bekannt als das Akbar-Manöver. Ach so, ja, da hinten. Der da hinten wird einfach von irgendwelchen Teils gesnackt. Ziemlich dämlich, dass ich keine Korvetten mitgenommen habe, denn die können ja die Raketen eher fernhalten. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Oder habe ich dran gedacht und habe ich einfach nicht mitgenommen. Extra. Oh, das ist zu nah an der Basis hier. Mist. Na, egal. Ja, das sieht doch schon mehr. Ach, ja, das war wieder dumm. Oh wow. Ich hier noch einen sehe, der auf die Jäger schießt. So, wie weit geht das denn hier? Ach, guck mal. Ja, cool, ich finde einfach trotzdem ihr Ziel. Die ignorieren das einfach. Oh, die nimmt den Verräter noch mit. Er, der sie verraten hat, der muss jetzt noch dran glauben. So, Moment, wo fahren wir denn hier die... die Knutschkugel. Dahin. Schauen wir mal, ob wir den dann so langsam aber sicher klauen können. Ja, und was hier passiert, das weiß nur die Macht. Geil. Die machen einmal so eine Kurve und dann treffen die ihn trotzdem. Das sind die sogenannten Odoch-Raketen. So, wo ist mein Boot? Ja, da kommt der größte Schreck des Imperiums. Sie nannten ihn die aggressive Zwiebel.
Lock and load, man. We've got our target. Okay, wo fliegt der jetzt hin? Nirgendwo? Nee. Okay, möglicherweise geht das einfach nicht. Ich probiere es weiterhin. Aber normalerweise müsste er den dann so markieren mit so roten Pfeilen. Macht er gerade nicht. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht klappen. Mist. Ah, egal, dann klaue ich mir gleich irgendwann mal einen Sternzerstörer oder so. Da ist ja noch irgendwo ein Boot. Hier, ne? Hab ich noch Schiffe, die ich verheizen kann? Ja, hab ich. Flieg du schon mal nach vorne, flieg du schon mal ein paar Meter nach vorne und du ebenfalls. Ja, können wir es einfach so dick drüber fliegen. Ist die Kampagne eigentlich vorbei? Ich sag immer Kampagne, ja, galaktische Eroberung, sorry. Ist die galaktische Eroberung eigentlich vorbei, wenn ich Isat hier aus dem Leben geballert hab? Nee, ne? Und wer ist Armin? Das ist Isat? Keine Ahnung. Geil, sie hat ihn des Verrats beschuldigt. Und hat ihn exekutieren lassen. Wow. Chris Blaze als Director of Imperial Air Boom. Ja. Ja, das war jetzt aber schon ein kleinerer, größerer Brocken. Na, komm, das können wir mal ein bisschen überspringen. Ja, auf dem Planeten möchte ich gerade wieder nicht wohnen. Wieder interessant, wenn du in dem Star Wars-Universum lebst und irgendwo bekommst, ja, du bist irgendwie so einer von, keine Ahnung, du machst immer sowas ganz Normales, also bist jetzt nicht irgendwie Militär oder so. Und, weiß nicht, bestellst unten hier so auf dem Planeten so deine Felder da, bist in der Landwirtschaft tätig oder sonst irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall guckst du eines schönen Tages immer so nach oben und siehst, dass sich da schon wieder eine Raumschlacht, gerade auftut. Ah, du musst doch, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall so ein Universum, wo einem selten langweilig wird, oder doch? Ja, wenn da mal eine große Kugel da vorbeifliegt, ne, die aus Metall besteht und deinen Planeten sprengen will, dann ist das halt so. Ja, lass es. Ja, das, ist tatsächlich etwas ungünstig. Aber Leia Organa Solo has won the New Republic Elections. Herzlichen Glückwunsch. Meh. Na gut, die Kampagne ist noch nicht vorbei und ich kann hier den Rest noch eben einnehmen. Zum Beispiel das hier. So, Isat ist ja jetzt weg. Ist es jetzt so, dass ich hier irgendwelche Schiffe noch baue? Tatsächlich. Wedge and Tellus. Ship Crew Cost 300. Ganz genau. Das finde ich auch interessant, weil die... Boah, die Besatzungsstärke von einem normalen Sternzerstörer ist ungefähr bei, wie viel brauchten die nochmal, irgendwie so 20.000 oder so, 20.000, 30.000 oder so, das ist eine absurd hohe Zahl. Aber für den Supersternzerstörer, da, ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo in den ersten Videos gesagt, aber finde ich eigentlich ganz cool, solche Star Wars Trivia. Für den Supersternzerstörer braucht man auch irgendwie so 300.000, um den bedienen zu können. Also effektiv bedienen zu können. Das sind halt so absurd hohe Zahlen, weil sich die Leute das damals scheinbar so zusammengedacht haben. Und dass sie dann hier auch noch 300 als Zahlgewicht haben. So, wenn ich den hier wegziehe, dann kann ich den immer noch bauen. Interessant. Und ich muss den tatsächlich bis zum Ende behalten, damit ich den hier bauen kann. Wow. Der kostet auch mal eben locker flockige 36.000 Credits. Aber die schüttelt Mon Mothma sich gerade so locker aus dem Ärmel. Okay.
So, das ist erstmal was Gutes. Dann baue ich hier eben kurz, mal eben kurz, noch ein bisschen die Flotte auf. Genau, davon nochmal zwei, damit wir für die nächste Schlacht auf jeden Fall welche haben. Oh, hier ist auch noch einer, hoppala. Dann sammle ich mich mal hier bei Corridor. Wobei ich ja hier auch noch eine Flotte habe, nice. Tja, Konkin, 5. Da guckst du doof, ne? Da guckst du ein bisschen doof. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Sorry. Das Cinch ist da gerade auch noch am Ausrasten, wer das auch immer ist. Genau, hier gibt es noch den New Class Modernization Project Phase 2. Unit in Production. Und Zahlen 2. Okay, und hier ist auch noch die Bodenarmee, der oder die Mordos würdig ist. Unit in Production. Ja, komm. Einfach mal hier ein kleines bisschen. Enlisting Troops. Enlisting. Verschwindet der dann eigentlich? Der Wedge? Ich meine, er ist ja dann auf einem anderen Zerstörer unterwegs. Oder der konnte sich einfach mal spontan klonen. Spontane Mitose. Von ganzen Personen. 9 von 10 Ärzten gefällt dieser Trick nicht. Jetzt musste ich ganz kurz an den Film denken von... Nicht von und mit, aber auf jeden Fall mit Evan McGregor. Evan McGregor, der heißt ja eigentlich auch anders. Also das wird irgendwie geringfügig anders ausgesprochen, aber mein Gott, keine Ahnung. Wo war ich jetzt? Gedanklich bin ich sowieso gerade hier auf mehreren Planeten. Komm, mach ich mal da hin. Diesen Film, wo die dann ihre Klone da herstellen und dann... Also wo Klone von reichen Personen irgendwo angezüchtet werden auf irgendeiner Insel. Der Film heißt auch passenderweise Die Insel. Damit die dann später deren Organe kriegen können. Die Idee ist ja eigentlich ganz witzig, aber... Naja. Eher so fragwürdig. So. Ich weiß, ich bin ein Monster, aber...